Hallo meine Lieben, und zwar wie ihr gelesen habt, gibt es heute das Aldi-Schminke im Live-Test. Reden wir nicht langsam rum und fangen jetzt an. Oh, hier haben wir einmal die Eyeshadow-Palette Mykonos in 380. Jetzt machen wir die mal auf, meine Lieben. Ist einmal zum Drücken. So, ups, da fällt schon raus. So sehen die Farben aus. Direkt mit Spiegeln, meine Mädels da draußen. Das ist sehr praktisch, ne? So, dann wollen wir mal machen. Dann tue ich es jetzt mal aufs Auge drauf. Also wie ihr schon direkt erkennen könnt. Also es gibt gut Farbe ab. Es könnte jetzt eigentlich schon etwas stärker sein. Aber naja, ist ja auch eine außergewöhnliche Farbe, würde ich sagen. Aber okay. So, meine Freunde, jetzt zoome ich euch einmal ran und zeige euch das mal. Und zwar so sieht's aus. So, jetzt mache ich einmal den helleren noch drauf. So, jetzt zoome ich euch nochmal ran. Sieht jetzt so aus. Das ist das Endergebnis, meine Lieben. Zum Fazit kommen wir. Ich würde sagen, es ist so, also ich würde sagen mittelmäßig. Also ich finde es jetzt nicht ganz so berauschend, aber Farbe ist eigentlich okay, aber halt nicht jedermanns Sache, aber okay. Dann kommen wir zum nächsten. Dann habe ich hier einmal den Kajalstift. Der sieht so aus. Der ist in der Farbe Earth. Zeige ich den mal eben, wenn er ausgepackt ist. Der ist dann einmal so. So sieht er aus. So, hat einmal ein spitzes, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So. Damit könnt ihr dann nachher den Kajalstift, wenn er unterm Auge ist, damit verblenden. Sieht dann so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gut sehen könnt. So, jetzt trage ich ihn mal eben kurz auf und sage euch dann Bescheid, wie er ist. Na, meine Freunde, das ist gerade ein bisschen schlecht aufzutrauen. Kriege ich jetzt nicht so gut hin. So, und zwar, ich habe ihn jetzt mal so, wie es ging, aufgetragen. Ich zoome euch mal eben ran. Und zwar sieht das jetzt so aus. Ja, also es geht, muss ich sagen. Also auftragen jetzt so, wenn man jetzt hier sitzt, ist das ein bisschen kompliziert. Aber er gibt eigentlich gut Farbe. Also ich finde ihn sehr gut. Das sieht dann so aus. Falls ihr das seht. So. Also ich muss sagen, man sieht das auch. Ich zeige euch das mal. Und zwar, man macht einmal nur von hier nach da und es ist direkt zack. Also er ist wirklich cremig, also da gibt es gar nichts. Also gegen den, das ist schon gutes Produkt. Wenn man das jetzt noch super dann aufträgt im Spiegel, dann besser als wenn man Spiegel und Kajal in der Hand hat. Finde ich den sehr gut, sehr empfehlenswert. Dann kommen wir zum nächsten und zwar das ist der Augenbrauenstift. Und der ist in der Farbe Brünett. Passt zu meinen Haaren, ne? So, dann packen wir den mal aus. So, der ist dann einmal mit einer Bürste. Damit könnt ihr dann die Haare machen. Formen. So.
Das ist die Farbe. So, dann wollte ich mal sagen, fangen wir mal an. Wir formen zuerst die Augenbrauen. So wie ihr die gerne hättet, könnt ihr die euch formen. Ich muss sagen, es geht schon echt verdammt super. So, die Seite haben wir schon mal. Die nächste machen wir dann auch. So. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der die extrem haben möchte. So, dann fangen wir an. Ich werde sie jetzt einmal bemalen. Ich werde jetzt ein Auge bemalen und das andere mal nicht, damit ihr echt mal seht, wie gut der ist und was der für eine Farbe abgibt, meine Freunde. Das ist einfach ziemlich echt krass. Der gibt so eine gute Farbe ab, direkt auf einmal. Ich werde euch das jetzt mal so präsentieren. So. So, ich zoome euch mal eben ran. So. Und zwar sieht das jetzt so aus, das ist die gemachte Seite und das ist die nicht gemachte Seite. Also ihr seht, es ist verdammt ein riesengroßer Unterschied. Und zwar, der ist echt gut, den kann ich euch echt empfehlen. Ich werde jetzt die andere Seite auch machen. Und dann zeige ich euch, wie das zusammen aussieht. Dann kann man natürlich auch, wenn man möchte, nochmal mit dem Pinsel drüber gehen. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich zoome euch nochmal ran. Und zwar sieht es so aus. Ich hoffe, euch gefällt das. Ja, das ist das Endergebnis. Also, Fazit zu diesem Augenbrauenstift von Aldi. Da er von Aldi ist, muss ich echt sagen, ich habe schon mehrere getestet. Von Catrice, von Essence. Also, der ist verdammt gut. Also, da können die anderen eigentlich einpacken. So, dann kommen wir weiter zum letzten und allerletzten Produkt, was ich habe. Das ist einmal der Lip Balm, Glossy Lip Balm in der Farbe Nude 020. So, jetzt packen wir ihn aus. Der sieht einmal so aus. Ich zeige euch das jetzt mal so. Ich glaube, das kann man besser sehen. Ja, also das ist die Farbe. Meine Lieben, wenn ihr wirklich dafür seid, dass ich das immer so mache in der Packung, dass die Farben dann besser zur Geltung kommen, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein. Das vorab. So. Und zwar, das ist, aber ich habe euch die ja schon gezeigt, ich zeige euch die mal so. Ich swatche euch mal eben bitte. Einen Moment. Also, er ist wirklich ziemlich cremig, würde ich sagen. Also, gleitet gut über die Hand, sag ich mal. Ich zeige euch das mal. Das sieht dann so aus. Ich mache euch das jetzt mal mit euch zusammen hier unten einmal vor. Wenn ihr das seht. Also, er gleitet gut. So, dann würde ich sagen, tragen wir ihn jetzt mal auf die Lippen auf. Also, er ist... Die Textur ist eigentlich okay. Kommt an einem Lippenstift jetzt eher nicht ran, die Textur. Aber ist ja auch ein Lipbalm, ne? So, ich habe ihn jetzt aufgetragen. Ich zoome euch wieder ran. Der sieht dann so aus. Ja, also vom Endresultat bin ich eigentlich wirklich zufrieden. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Und zwar die Preise von den ganzen Produkten, die ich euch jetzt vorgestellt habe, verlinke ich euch dann in der Infobox. Schaut da gerne nach. Und mein nächstes Video wird dann Lidl-Schminke im Live-Test. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da. Und Videowünsche bitte in den Kommentaren. Tschüss, meine Lieben!